Herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Heute geht's hier, abstraktes Bild und das Thema ist Erwecke die Kriegerin in dir. Und wenn du magst, bevor du loslegst, also du siehst im Anschluss natürlich, wie dieses Bild entsteht und auch den weiteren Verlauf, aber bevor du jetzt loslegst, ja, würde ich dir empfehlen, Kriegerin ist ja, ja, die muss man vielleicht manchmal auch ein bisschen wachkitzeln, ja. Geh vielleicht in eine kurze Meditation, atme mal tief ein und aus, schüttel dich, tanz vielleicht noch mal kurz, bevor du loslegst. Ja? Vom Material her, du benötigst im Endeffekt, man sieht es ja, nur eine Wand. Hier, du siehst, wie viel Freiraum ich hier habe. Und das Ganze ist eine Leinwand, die ich mit Reißzwecken so an die Wand immer nagle. Und die Farben, das sind normale, gängige Acrylfarben. Und Thema ist, ja, die Kriege, es ist gar nicht so einfach immer mit der Kriegerin. Ne? Die ist, man muss sie manchmal ein bisschen wachkitzeln. Leg deine Lieblingsmusik auf und es geht los. Also ich mache jetzt auch hier mal weiter. So richtig, also ich bin momentan im Fluss, das ist auch gut so. Und ja. Ja, die Kriegerin ist so gesehen ein Synonym für dein höheres Selbst. Und ja, mir begegnete die Kriegerin vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das ist schon mindestens 20 Jahre liegt es zurück. Ich befand mich damals in einer sehr schmerzhaften Trennungsphase und dachte mir wirklich damals, das überlebst du nicht. Also wie es halt so ist, man leidet ja wirklich wie ein Tier, ja. Und ich musste mich trennen, um, das kam noch hinzu, um mich um meine Trockenheit zu schützen. Ja, also das, also es war ein wichtiger Prozess in meinem Leben. Und da lag ich so auf meinem Totenbett und dachte mir, so, jetzt stirbst du vor Schmerz. Nein, ich bin nicht gestorben, sondern da regelte sich so ganz langsam in mir eine Kraft, die ich bis dahin noch nicht kannte. Und erst später wurde mir bewusst, dass damals zum ersten Mal, mit Sicherheit ist es schon die ganze Zeit in meinem Leben, so die Urkraft, die weibliche Urkraft, so für kurze Zeit das Ruder übernahm. Ich habe mich sehr schnell, also ich habe diese Trennungsphase in all ihren Facetten durchlebt, was auch ganz wichtig ist, ja. Aber zusätzlich bekam ich diese neue Freundin an die Seite, die natürlich bis heute neben mir ist. Manchmal ist sie eine ganze Weile weg. Dann denke ich mir, ja, wo bist du denn jetzt, Mädchen, Kriegerin? Und dann auf einmal spüre ich sie oder wenn ich eine schwere Zeit vor mir habe, ne, wo ich weiß, au, 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 das könnte, es wird schwierig, dann bitte ich die Kriegerin in mir für kurze Zeit die Führung zu übernehmen. Und das macht sie dann auch. Also ich werde stärker, ich schaffe den Tag, ohne, ja, ohne dass ich jetzt irgendwie einknicke oder dass es völlig aus dem Ruder läuft. Und naja, und genau das kann man wunderbar üben mit dieser Form der Malerei, wild, ohne nachzudenken. Wenn du dich gerade im Prozess oder während des Prozesses befindest, dann frag doch mal die Kriegerin in dir, wenn du ein Problem hast oder was du in die Welt noch hinaustragen sollst. Frag sie einfach. Ja? Während du malst, stell deine Frage und achte mal darauf, was dann so in den nächsten Tagen passiert. Also nimm dir die nötige Zeit, geh vielleicht zuerst noch in die Natur,
tob dich dort aus und ja, richte dir die Wand ein. Erlaube dir, wild zu agieren. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website und informiere dich über eine mögliche Zusammenarbeit, über meine Webinare und Seminare. Ich wünsche dir jetzt von ganzem Herzen eine wundervolle Zeit und viel Erfolg bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsamen Malen. Wir sehen uns nächste Woche und ja, bis bald. Tschüss!